Willkommen zum nächsten Fight der World League 2018. Heute fightet Angel of Death gegen Fire Phoenix. Jetzt geht's bei mir auch los. Ich habe gerade ein paar Probleme mit meiner Aufnahme, weil ich erst kurz davor, bevor der Fight begonnen hatte, mich schnell noch beeilt habe, um hierher zu kommen. Also, Angel of Death gegen Fire Phoenix. Der erste Fight, wo Fire Phoenix jetzt richtig fightet. Hier drüben sehen wir schon Downsteps, die direkt schießen. Mein zweiter Anzieher natürlich auch schon wieder. Und es ist der erste gestorben, und zwar aus Angel of Death. Hier drüben kam auch schon die erste Sidestep. Hier unten kommen auch schon die ersten Löcher. Fire Phoenix fightet nur zu 5, weil der Fight gestartet wurde irgendwie, bevor alles losgeht. Irgendwie hat Paulus auch geschrieben, dass er keine Tech sieht. Aber der Fight wurde anscheinend trotzdem nicht gestoppt. Okay, hier wird weiterhin mit Downsips geschossen, aber es sind auf jeden Fall keine One-Hit-Artis, also Downsips, die einen One-Hit machen, sondern ganz normale, wie es aussieht. Da kam schon die nächste, obwohl irgendwie viel Damage machen sie nicht. Unten haben wir ein kleines bisschen Damage. Und der nächste aus Angel of Death ist gestorben. Also Fire Phoenix hat hier oben ein bisschen Damage auf dem Dach, aber bei Angel of Death, man sieht zwar nicht so viel Damage, da drüben kam die nächste Sidestep. Aber trotzdem sind schon zwei von ihnen gestorben, die sind noch zu dritt. Ihr seht schon, da hinten haben sie auf jeden Fall auch Damage. Ihr seht es auch immer schon in der zweiten Sicht, falls etwas in der Art kommt. Hier oben schießen sie anscheinend mit Dachart, dieser Dach-Downsteps. Die aber gerade selbst hochgegangen ist. Da hat Brunello wohl eine Kanone gejagt. Und da kam ein weiterer Damage. Schippt Brunello? Nein, er schippt nicht. Aber hier oben ist jetzt ziemlich viele bei ihnen weg. Da hat Fire Phoenix das Wolke von Angel of Death anscheinend getroffen. Hier sieht es Woggy mehr von der Seite, also die haben da auf jeden Fall ein bisschen Damage, obwohl es noch nicht mal so schlimm aussieht. Also drei Leute leben noch bei Angel of Death, bei Fire Phoenix leben noch alle, die anfänglich mitgefeilt haben. Da kam der nächste Schuss. Jetzt gab schon mal eine Zeit an sich gesehen, da kam der ein weiterer Schuss. Und haben wir jemanden, der auf dem Dach ist. Also ich weiß nicht, also laut Anzeige hat Angel of Death noch 10 Kanonen. Ob das stimmt, bezweifle ich jetzt einfach mal. Weil natürlich die Kürbisseiter nicht immer ausschlaggebend sind dafür, dass die Kanone noch lebt. Obwohl ich jetzt schon lange keinen Schuss mehr von Angel of Death gesehen habe. Da kam natürlich wieder ein weiterer Schuss. Aber Angel of Death schießt anscheinend wirklich gerade nicht mehr. Also 1-1 schon, haben wir gerade auf dem Dach gesehen, wo Brunello und Paulus sind, weiß ich nicht. Da wurde hier unten gerade was geschossen. Das Massivschild von Fire Phoenix hat, glaube ich, gerade Damage bekommen. Aber Tischkanne fordert gerade das Team AOD auf, einen Schuss abzugeben. Aber ich vermute, weil sie gerade einen Schuss abgegeben haben, wird bei denen noch eine Kanone leben dürfen. Da oben wird schon ein wenig Bowfight gemacht. Auf jeden Fall sehe ich hier ein paar Pfeile. Tischkanne fordert AOD ein weiteres Mal auf, einen Schuss abzugeben. Und Brunello ist gerade gestorben. Ein weiterer aus Angel of Death ist gestorben. Also sind die nur zu zweit. Tischkanne macht einen Countdown, damit sie eine Kanone abfeuern müssen. Mal schauen, ob sie das rechtzeitig tun. Da kommt ein weiterer Schuss von Fire Phoenix. Oh doch, AOD ist sicher. Damit hat Fire Phoenix ihren ersten richtigen Fight gewonnen. Damit gewinnt Fire Phoenix diesen Fight der World League 2018. Falls irgendwas nicht ganz geklappt hat oder ich ein bisschen verplant habe, tut mir das leid, wie gesagt. Ich bin erst kurz davor nach Hause gekommen und habe gerade so noch geschafft, den Fight aufzunehmen. Wenn ihr wissen wollt, wo ich gerade war, könnt ihr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ich gerade gewesen bin. Das ist auf jeden Fall gerne eine Pulswertung, da würde mich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns bald wieder zu einem weiteren Fight der World League 2018. Ciao!